Dark Phoenix. Der dunkelste X-Men aller Zeiten. Wir sind in Berlin und wir haben gerade ein ganz kleines exklusives Footage-Screening zu X-Men Dark Phoenix erlebt. Ich freue mich richtig auf den Rest. Das Tolle daran war, dass auch noch Michael Fassbender, Sophie Turner und Evan Peters zu Besuch waren. You know, when you kind of come together and you embrace those things that make you unique, that can empower you and you can become quite powerful with that. And that's always a message that I've always loved, and that's just kind of the general message of the X-Men. Wenn ich die Kontrolle verliere, geschehen schreckliche Dinge. Aber es fühlt sich gut an. Ich hab Bock auf den Film und es war großartig. Ich bin sehr begeistert. What would you say can you do with your superhero characters to do something good for the younger people especially? What could Magneto do for the younger people? Sie muss sterben. Sie ist immer noch unsere Freundin. Sieht geil aus, wird geil. Wenn das nur halb so gut sein wird, wie diese 20 Minuten, die ich mir jetzt gerade gegeben habe, ciao. I got Das beste Gefühl ist, wenn man rausgeht und sagt, ich hätte das jetzt ganz gerne noch weitergeguckt. Ich freue mich auf den ganzen Film, den sehen wir zusammen im Juni. Am 5.6., am 6.6., 7.6. Dann sehen wir uns auf der Dark Phoenix Kinotour. Wir kommen nach Berlin, Köln und Hamburg. Wird mega. Das war echt gut. Das war echt. Kann ich den Film jetzt, könnte ich,